So freuen sich echte Fans über einen haushohen Sieg. Schade nur, dass der nicht dem Frankfurter Team gelang, sondern dem Gast aus Trier. Am Sonntag verloren die Manhattan Skywheelers vor heimischem Publikum das Nachholspiel gegen die Dolphins aus der Moselstadt. Endergebnis 61 zu 106. Obendrauf gab es noch den Abstieg aus der ersten Liga. Kein schönes Wochenende, nachdem man am Tag zuvor bereits das entscheidende Abstiegsduell gegen die Kölner verlor. Man muss halt sagen, wir haben eine sehr junge Mannschaft. Und wenn meine Mannschaft ins Spiel kommt, dann läuft es auch vor sich hin. Aber oft ist halt so, kommt eine Schlüsselentscheidung zu. Ob es jetzt ein Schiedsrichter oder sonst was, sind alles so Schlüsselentscheidungen und dann läuft es halt nicht. Und wir waren heute nicht viel schlecht, aber wenn wir nicht treffen, gewinnt man kein Spiel. Und beim Basketball ist es halt so, ich muss treffen, um ein Spiel zu gewinnen. Und das haben wir leider heute nicht gemacht. Schon nach der ersten Halbzeit sah es nicht gut aus für die Frankfurter. Mit einem Spielstand von 28 zu 46 ging man in die Pause. Mit neuer Energie wollte man dann ins Spiel kommen, doch auch in der zweiten Halbzeit gelang das den Manhattanern leider nicht. Besonders schade für die Nummer 10, Paul Nikolaus, der sein letztes Spiel absolvierte, da er aus beruflichen Gründen das Team verlässt. Ist jetzt eigentlich richtig doof, dass man zum Abschied abgestiegen ist. Weil da hat man so das Gefühl, dass man halt das nicht mehr ausbaden kann, weil es halt jetzt einfach zu spät ist. Also es war eigentlich richtig schade, muss ich sagen. Also die Mannschaft ist super, es war eine sehr homogene Truppe und deswegen, ja, muss ich sagen, blicke ich schon mit einem Bein in Auge zurück, dass ich hier jetzt gehen muss. Nicht nur Paul Nikolaus hört auf bei den Frankfurter Rollstuhlprofis. Auch für Coach Sebastian Spitznagel war es bis auf Weiteres das letzte Spiel. Dass man das nun auch noch haushoch verlor und in die zweite Liga absteigt, kein schönes Gefühl für den Hessen. Trotzdem ist er stolz auf die Leistung seines Teams. Ich wollte halt aber trotzdem, dass Frankfurt erstklassig bleibt, aber wir haben nicht die finanziellen Mittel. Auch wenn man Köln sieht, gestern, die haben ja nochmal einen Spieler verpflichtet. Wir haben die Möglichkeit überhaupt nicht gehabt, überhaupt einen Profi zu akquirieren und dann wird es halt sehr schwer. Aber wir haben 6 Punkte, darauf darf die Mannschaft stolz sein. Wir haben junge Spieler wie Tim, Sven, die sind 18 Jahre alt. Wo erlebe ich das, dass ein 18-Jähriger die Spiele gewinnt und oder auch spielt? Und wirklich, ich bin froh, dass ich die Mannschaft trainieren durfte. So hart die Niederlage im ersten Moment auch ist, die Manhattan Skywheelers blicken auch positiv in die kommende Saison. Die Stimmung gerade ist natürlich schon beschissen. Also wir hatten jetzt ja zwei ziemlich blöde Spiele am Wochenende. Was soll man sagen? Also ja. Und wie es weitergeht, ich glaube, da müssen wir es einfach mal gucken, ein bisschen sacken lassen, ein bisschen sammeln und dann wird's, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein guter Neuanfang wird. Dann wollen wir mal hoffen, dass den Rollstuhl-Basketballern vom Main der Neustart in der zweiten Bundesliga auch gut gelingt.